What is this shit, bitches? Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Angegruselt. Mit mir, den Thomas von PlayerGeddon, und in der heutigen Folge spielen wir SCP Containment Breach, wenn das so ausgesprochen werden mag. Wie bin ich auf dieses Spiel gekommen? Ich habe nach kostenlosen Horrorspielen gesucht und es gefunden. Ich kann nur sagen, es ist wahrscheinlich sehr gruselig. Ich habe es extra noch nicht angetestet, um mich vollkommen überraschen zu lassen. Ich weiß auch nicht, worum es in diesem Spiel geht. Es gibt ja viele Creepypastas zu den Dingern. Also gebt einfach mal auf YouTube ein SCPs Creepypasta, da werdet ihr einiges finden. Ich kenne nur einige Geschichten von einigen SCPs und ich hoffe mal, dass das Spiel nicht so schlimm wird, wie ich es mir denke. Oh, Name. Play. Ups. Upsi. Mal zurück. Machen wir den hier. Play. Ja. Geddon. Ich muss schon mal sagen, die Musik im Hintergrund ist nicht gerade sehr freundlich. Start, würde ich sagen. Und was ist das da für ein Ding im Hintergrund? Oh Gott, worauf habe ich mich hier eingelassen? Egal. Falls ihr weitere Vorschläge habt für... Falls ihr weitere Vorschläge habt für ein neues Spiel in Angegruselt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich werde so ziemlich die meisten Horrorspiele let's playen. Das nächste Horrorspiel, was let's played wird, ist Outlast. Naja, irgendwann in diesem Monat wird es let's played. Ich habe mir sagen lassen, dass das ein sehr langes Spiel sein soll. Jo. Werden wir uns mal überraschen lassen. Heute sieht ihr... Wo zum Teufel ist meine Maus hin? Wo ist meine Maus hin? What the... Was ist das? Okay, ich stehe hier gerade auf. Kann ich mich bewegen? Ah, ich kann mich bewegen. Alter! Was ist das? Die sind close. Press tab to open in this... Hä? Warte mal, press tab. Was, wieso wird die Musik lauter? Wieso wird die Musik lauter und wieso... Wieso geht die andauernd... Okay. Ich möchte hier irgendwas... Oh, das ist so gruselig. Diese Musik allein schon im Hintergrund, so ein Klavier. Kann hier was auftauchen oder was? Oder was soll ich hier machen? Soll ich hier die ganze Zeit so im Raum sein und dann irgendwas hier so machen? Oder ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ja, wie gesagt. Okay, so sprintet man anscheinend. Ich weiß nur irgendwie hier. WASD, Shift... Vielleicht das hier noch, Hey, they've got some work for you. Do me a favor and step out of yourself. Just follow me. Oh, and by the way, we're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Okay. Hier sind anscheinend irgendwie welche Typen, die so ganz komisch laufen. Den sollen wir mal folgen, schätze ich mal. Okay, momentan fühle ich mich noch ein bisschen sicher wegen diesen Typen hier, aber ich glaube, das kann sich auch schnell ändern irgendwie. Und wieso geht hier alle paar Sekunden das Licht aus? Ich verstehe das nicht. Okay, ja, wir folgen den einfach mal und mal gucken, was uns so erwartet in diesem Spiel. Ich hoffe mal, dass wir nicht allzu viel selber machen müssen. Aber was wäre das für ein Horrorspiel, wenn wir das nicht tun müssten? SCP Security, okay. Hat der Ketchup gesagt? Warte! Nee, ich gehe da nicht alleine lang. Du gehst vor. Du hast ein Maschinengewehr und ich hab nichts. Oh, fuck. Oh, fuck. Was ist das da? Ich gehe da nicht rein. Nein, kein Bock drauf. Manometer. Fickt euch. Sind das Sträflinge oder was ist das? Was ist das? Ja. Könnt ihr euch... Ah, sind hier Creep... What is this shit, bitches? Kann man mit dem kämpfen oder was sollen wir jetzt machen? Hallo? Ach, ich bin hier ein Gefangener. Ah. Sollen wir den irgendwie kuscheln oder so? Das sieht jetzt noch nicht so ganz gruselig aus. Was?
What the fuck? What the fuck? Raus hier! Echt jetzt? Sind wir tot oder was? Oder was passiert hier gerade? Disco, Pogo, Dubstep. Oh, wir sind gestorben, okay. Yes, we're just about to start. The test run started. The class, dear, okay. New load, get our load game? Okay, back. New game, Player. Get on. Im Übrigen ist dieses Spiel kostenlos, also wenn ihr es auch mal spielen wollt. Ich packe euch den Download-Link in die Beschreibung. Aber bis jetzt fand ich es ehrlich gesagt noch nicht so ganz gruselig. Ich meine, dieses Ding. Wir waren, ich glaube, wir sind denen ein bisschen zu nahe gekommen. Das war unser Problem bei dem Spiel, aber sonst. Ja, so schlimm ist das Spiel bis jetzt nicht, aber dieses Ding sah auch nicht besonders creepy aus, aber es können auch noch Dinge auftauchen, die irgendwie creepiger aussehen und dann... Ei. Okay, es geht jetzt schneller. Ich nehme heute mal mit einem anderen Aufnahmeprogramm auf, als Fraps, weil Fraps das hier nicht als Spiel ansieht. Frag mich nicht, wie... Na, okay, jetzt starten wir wieder hier. Steh mal auf. Yo, Homie. Müssen wir wieder warten. Dubstep. Pick up the paper on the desk, okay? Da stand irgendwas mit SCP drauf. Wofür die Abkürzung SCP steht, ich weiß es nicht. Ich kann mich mal in der nächsten Folge klüger machen, wenn ihr das wollt. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein, ob ich es weiterspielen soll. Anscheinend geht dieses Spiel länger als gedacht und ja. Neo, neo, du, du. Ja, was ist denn für eine Ausdauer, komm. Und ich weiß nicht, wieso man hier irgendwie alle paar... Mach die Tür auf, Bruders. Mach die Tür auf. Also anscheinend bin ich hier ein Sträfling und ich werde dann irgendwie da reingeschickt, um mit SCPs mich zu kloppen, oder was? Sind die wie bei Tribute von Panem, wo die verschiedene reinschicken und dann... Ich habe keine Ahnung. Mach die Tür auf. Motherfuckers. Bitches. Ja, danke. Jo. Jo, jo, jo. Jo. Lauf. Boah, deadass. Deadass, würde ich sagen. nein. Halt deine Schnauze. Inspection. Team Sierra. Report to Decontamination. Gate 14. Ich will mal ein bisschen zuhören, also ich bin jetzt ein bisschen ruhiger. Also anscheinend, wie ich hier so verstehe, sind wir Sträflinge oder haben irgendwas Böses getan. Und müssen irgendwie mit den Dingern was machen. Aber was genau wir mit dem machen müssen, verstehe ich jetzt auch nicht. Also wir sehen ja gleich weitere Sträflinge. Da dieses Ding hier ist da drinne. Ich weiß nicht, was es ist, I'm an Aquarium, aber es macht mir Angst. Ah, da oben beobachtet uns irgendwer und wir sollen jetzt... Jo! Ich kann vor, also ich kann ruhig nachkommen und dann mich verpissen. Und genau so machen wir das. SCP Run. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So please maintain direct eye contact with SCP-173. Fuckometer, Manometer, what's... Press F5. Game saved, okay. Damit haben wir das Game gesaved hier. Okay, wir sollen ja anscheinend durchgehen. Es wird jetzt gruseliger, wie es ja aus... What the fuck? Ja, halt deine Schnauze, Bruder. Ja, ich muss auch nur was sehen können. Spiel wäre nett, wenn du jetzt ein bisschen heller wirst. Ich muss hier durch, oder? Kann ich hier rein? Nein? Okay. Ach, hier ist eine Tür aufgegangen. Yo, thanks, Brass. Okay. Hier ist irgendwie so Epilepsie-Anfälle und so. Und ja. Im Übrigen, morgen wird gestreamt. Beziehungsweise gestern wurde gestreamt. Wir werden den Stream wahrscheinlich hochladen oder so. Oh, hör auf zu schreien, Mann. Wir haben alle Probleme, aber müssen deswegen nicht alle schreien. Motherfuckers. Bitches. Please subscribe. Woohoo. Was vibriert hier denn so?
Warum ist denn nur SD... Oh, ich dachte, die Lampe läuft. Alter, ist ein Erdbeben oder was? Okay, hier geht's anscheinend nicht lang, also ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal gerade aus. Anscheinend muss es hier irgendwo lang gehen, ne? Haben sie das Ding nun umgebracht oder nicht? Nee, ist eine Stange. Dunkel, ne? Nee, ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Aber ich weiß doch nicht, wie es hier weitergeht. Da muss doch irgendwo eine Tür auf sein, oder nicht? Und das ist so gruselig. Wieso lassen die mich hier auf einmal alleine? Sind die SCPs Hacker oder was? Oder was machen die hier? Ja, und dieses... Das nervt einfach nur... Ah! You push the button, button... Ah, wir können... Ah! Der Thomas kapiert langsam, wie das Spiel abläuft. Wir können Buttons pushen, also auf Knöpfe drücken und dann... Was war das? Was war das? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ne, wir gehen rechts lang. Scheint mir ein sympathischer zu sein. Ist da irgendwas drinne? Hallo? Ist da jemand? Nein? Hier ist der Thomas von Playageddon. Will jemand Autogramm? Nein? Oh, ist hier was drinne? Naja, ist wahrscheinlich so. Wir gehen hier einfach mal lang und ich merke langsam, wie nervös ich werde, denn das Spiel scheint doch creepiger zu sein, als ich gedacht habe. Was bringt mir das, wenn ich die Tür... Ich frag lieber nicht nach. Oh nein, das heißt, dass sie uns verfolgen können und wir Türen auf und zu machen können. Das heißt es doch bestimmt, oder? Alter, sind hier nirgendwo welche? What the fuck? Hä? Hä? Bitches? Woran sind wir gestorben? Kann mir das ein Mensch sagen? Jo, ich würde dann sagen, das war's dann mit dem heutigen SCP-Part. Wenn ich ehrlich gesagt bin, die Atmosphäre ist wirklich gut. Es gibt schon mal einen Pluspunkt für das Spiel. Aber diese Jumpscares, die sind irgendwie richtig billig. Wenn die besser wären, dann wäre das Spiel irgendwie besser. Also wenn ihr es wollt, dass ich es weiter Let's Play, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Wenn ich ehrlich bin, finde ich das Spiel nicht so gruselig. Ich weiß, ich habe mich ein bisschen erschreckt am Anfang, aber... Lol, nein. Ja, wie gesagt. Ich muss gerade noch überlegen, wie ich gestorben bin. Irgendwas kam... Ah... Die Tür muss ich hinter mir zumachen am besten. Ja, wenn ihr wollt, wenn ich weiter Let's Play, schreibt sie in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir Vorschläge für das nächste Angegruselt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Hipster Player gerne. Und mit der Player gerne und Hipster Faust werden wir uns jetzt verabschieden. Bis zum nächsten Mal, ciao.